Ja, Leute, Marc Bellinghaus, hier ist ein Dokument, das vom 10.03.22 stammt. Das ist von der Fachstelle Sexualisierte Gewalt, Rechtsabteilung Kirchenamt der Evangelischen Kirche Deutschland, Nicole Segert. So, das war 10 Tage vor meiner ersten Mahnwache gegen die damals noch amtierende Vorsitzende der Evangelischen Kirche, Annette Kurschus. Ich muss hier sagen, dass diese Damen und Herren wissen, dass ich meinen Namen, meinen Geburtsnamen Siegfried Schmidt, König eigentlich, in Marc Bellinghaus bereits 1985, als ich im Namen der Rose mitgespielt habe, aus Gründen dieses Kindesmissbrauchs, weil der Sigi Schmidt hat mich immer an den kleinen missbrauchten Jungen erinnert, der ich bin, der aber auch andere Sachen zu bieten hat, als sich als Missbrauchsopfer dahinzustellen. Aber es geht jetzt wirklich ins Eingemachte, denn die Details dieses Briefes zeigen, dass die evangelische Kirche in so vielerlei Hinsicht versagt hat, weil ich sie gebeten habe. Ich habe 9 Jahre meine Mutter gepflegt, wohnte in der Wohnung meiner Mutter in einer katholischen, ausgesprochen katholischen Hausverwaltung, Bauverein Ketteler EG in Münster. Die ist nach dem Bischof von Mainz, Ketteler, benannt. Und die Herren, der zweite Vorsitzende, einer Andreas Hesener, wenn ihr den googelt, der sitzt ganz oben in der katholischen Kirche, in verschiedenen Vereinen, wo die dann eben immer Kohle mitmachen, die katholische Kirche. Und ich wurde so abgelenkt, dass ich wirklich offiziell obdachlos wurde. Ich habe den damaligen noch Vorsitzenden der evangelischen Kirche, Herrn Dr. Heinrich Bedford Strom, um Hilfe angefleht. Ich bin immerhin eines der wirklich am schlimmsten, am meisten und am sadistischsten gequälten Missbrauchsopfer der evangelischen Kirche. Das kann ich nachweisen. 2,5 Jahre als kleiner Junge mit 6 Jahren in einem Alumnat der Diakonie, einem jungen Internat, damals Alumnat Lutherhaus, was mittlerweile Gott sei Dank geschlossen ist. Und ja, ich lese einfach mal vor. Sehr geehrter Herr Schmidt, haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11.02.22 an Frau Präses Dr. Annette Kurschus. Als zuständige Ansprechperson der Fachstelle sexualisierte Gewalt im Kirchenamt der EKD hat sie mich gebeten, Sie herzlich zu grüßen und in Ihrem Auftrag zu antworten. Ratsvorsitzende hat sich sehr über Ihre Glückwünsche zur EKD-Ratswahl, Ihre guten Wünsche zum Geburtstag und über die netten Worte gefreut. So, nur für die Leute, die denken, ich wäre komplett irre geworden, ich wäre ein hasserfüllter Beutel oder wie auch immer. Ich habe da schon einige ganz üble Kommentare auf meinen Videos gehabt. Deswegen hat wahrscheinlich Herr Dr. Bedford Strom, der auch fast täglich Videos postet über was auch immer, seine Kommentare deaktiviert. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass die Leute auch ihr Gesicht zeigen, auch wenn das anonym passiert. Also es ist interessant zu sehen, was Leute posten, was sie sagen. Und manche lasse ich dann, die lösche ich einfach. Oder ich musste auch schon einige melden, weil die wirklich mit Terror zu tun hatten. Und ja, es ist alles vertreten. So, ich lese weiter. Darüber hinaus hat die Ratsvorsitzende ihre aktuelle Lebenssituation mit großer Anteilnahme zur Kenntnis genommen und auch ihr großes Engagement, das sie für den Schutz von Kindern und Jugendlichen aufbringen, registriert. Diese Einsatzbereitschaft ehrt sie sehr. Ausrufezeichen. Sie teilen uns in ihrem Schreiben mit, dass Ihnen selbst, in Klammern, physische und sexualisierte Gewalt im evangelischen Kontext angetan wurde. Das ist schrecklich und tut uns aufrichtig leid. Tja,
Die evangelische Kirche weiß darum, dass den Betroffenen widerfahrene Leid und Unrecht nicht wiedergutgemacht werden kann. Aber es ist der EKD und den Landeskirchen ein Anliegen, das Leid anzuerkennen und die nötigen Schritte zu tun, um die Aufarbeitung und Prävention in diesem Bereich voranzutreiben und das Thema nachhaltig im kirchlichen und gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern. Wenn man sich jetzt überlegt, dass dieser Brief von der Sekretärin einer Vorsitzenden der EKD geschrieben wurde, die uns alle, uns Missbrauchsopfer der Kirche, komplett im Stich gelassen hat, die uns wortwörtlich verraten hat. Sie hat wegen eines Freundes, der nach ihren Angaben homosexuell ist, hat sie den Mund gehalten und das schon seit den 1990er Jahren. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Skandal. Und deswegen, als das rauskam, war die Kirchenspitze sprachlos. Also, wie kann man sowas wieder gut machen, frage ich euch. Es sind hunderttausende Leute weggerannt, sind ausgetreten und die Welle ist noch immer da. Sie ist ein klein bisschen abgeebbt, aber es wird noch weitergehen. Ja? So, die Ratsvorsitzende dankt Ihnen zudem sehr herzlich für Ihr Angebot, im Betroffenenbeirat der EKD unterstützend mitzuwirken. Ihre Motivation zur Mitarbeit haben wir mit großem Interesse gelesen. Ach wirklich? Vielleicht haben Sie jedoch aus den Medien erfahren, dass der Betroffenenbeirat derzeit ausgesetzt ist. Aktuell wird die Betroffenenbeteiligung auf EKD-Ebene zusammen mit den Mitgliedern des Beirats neu aufgestellt. In Klammern, mehr Informationen dazu können Sie auf der Themenseite der EKD nachlesen. So, jetzt geht's weiter. Ich muss da kurz runterfahren. Die nächste, letzte Seite. Betroffenenpartizipation in der EKD wird nun aufgestellt. EKD, das ist ein Link. So, über die Internetseite der EKD werden Sie jedoch rechtzeitig erfahren, wenn sich weitere Möglichkeiten der Betroffenenpartizipation ergeben. Ich habe nie in der Beziehung auch nur irgendwas gehört. Ja? Kommen wir aber gleich nochmal zu am Ende. Auch wenn Ihre derzeitige Wohnsituation schwer belastend ist, bedauere ich es sehr, dass von unserer Seite leider keine Option besteht, Ihnen eine Wohnung zu vermitteln. Ich hoffe, dass sich bald eine Klärung mit den zuständigen Stellen ergibt. Mit großer Hoffnung auf Erfolg für Ihre Wohnungssituation und persönlichen Wünsche für Ihre Zukunft verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, Nicole Segert. So, das ist das Armutszeugnis der evangelischen Kirche Deutschland. Ein, nach meiner Meinung, und das kann ich auch beweisen, wohl einer der am